Nach der wunderschönen Silvesterreise an den Comer See fuhren wir am Neujahrstag mit Lukas, Francesca und Alessandra nach Lugano und machten einen Spaziergang an der Strandpromenade und genossen das wunderschöne frühlingshafte Wetter. Auf dem Weg nach Varese machten wir bei der fantastischen Locanda Laghetto Fontevia Halt und erfreuten uns an dem herausragend zubereiteten frischen Fisch aus dem See. Selten haben wir so gut Fisch gegessen wie dort. Vediamo tutti. Io non vedo. Sì. Lucas, komm ein bisschen vor. Ah, Cin Cin. Frohes neues Jahr. Alles Gute, Glück und viel Erfolg. Und dass es besser wird als 2011. 11? Das ist schon ein bisschen her. Und dass es besser wird als 2021. In Varese besuchten wir zunächst die Gärten des Palazzo Estense und die Villa Mirabella. Anschließend ging es in die Altstadt. Auch wenn die Covid-19-Politik in Deutschland und Österreich katastrophal ist aufgrund ihrer Sprunghaftigkeit, nützt es nicht zu lamentieren, sondern wir müssen immer daran denken, dass Piraten immer weiter segeln und wir hier auf dem Bild gesehen auch die Karusselle sich in Zukunft weiter drehen.